So Leute, Dienstag, 7 Uhr morgens, frisch geduscht, jetzt gerade hier im Restaurant beim Frühstücken und wir sind noch unterwegs gegen 10 Uhr sind wir hier in Island. Ja, und gestern zum Thema Seekrankheit. Was auf jeden Fall ein bisschen hilft, das sind Fisherman's Friend, auch wenn man es nicht glaubt. Aber das Pfefferminzzeug, das tut dem Hirn ein bisschen signalisieren, dass man auf dem Schiff sein könnte. Plus die Dinger habe ich jetzt auch die ganze Nacht dann gehabt. Hat nichts gebracht. Was auf jeden Fall gebracht hat, ist ganz, ganz oben im 10. Stock zu sitzen. Da wackelt es nicht so sehr. Also ganz oben, wo die Bar ist, habe ich dort die Zeit gesessen bis circa 9:30. Dann bin ich runter und unten in der Kabine hat es wieder so geschüttelt. Aber die Fahrt war am Anfang ein bisschen stürmisch unten, bevor ich eingeschlafen bin. Dann habe ich nichts mehr gespürt, habe ich durchgepennt. Ja, also auf jeden Fall war es jetzt nicht so anstrengend für den Körper wie von Dänemark zu den Färöerinseln. Ich hoffe, der Rückweg ist nicht so stressig. Ja, jetzt mal gucken. Ich melde mich nachher nach dem Frühstück dann aus Island zurück und mal gucken. Heute ist auf jeden Fall Badetag in so einer Quelle dort. Ob die künstlich oder natürlich ist, mal gucken. Auf jeden Fall ist es jetzt schön frühstücken. Aber auch nicht zu viel, ansonsten wird mir auch wieder schlecht. Also bis später, Leute.
Schönen guten Morgen aus Island. Letzter Tag, sind wir gerade raus. Das ist die Kreuzfahrtfähre. Heute durch diesen Schneesturm, ihr könnt es auch sehen, die
dieser Schneehaufen ist höher als ich, also über 2 Meter. Dadurch fällt heute ein Ausflug in der Stadt aus. Wir hatten schon gestern Probleme mit dem Bus den Berg hochzukommen. Es mussten Schneeketten aufgezogen werden. Und heute, wie gesagt, fällt der Ausflug aus. Jetzt heißt es hier ins Örtchen zu gehen. So eine Kirche in Babyblau. Was gibt es sonst hier noch? Alles zugeschneit hier. Alles zugeschneit. Hier, Riesenberg. Könnt ihr das Schild sehen? Oben im Berg hier. Eieieiei, alles zugeschneit. Schaut euch das Auto hier an. Ja, willkommen in Island. Da, wo ich niemals leben würde, ganz ehrlich. Gar nichts für mich. Ich hasse es. Aber schön einmal anzuschauen, aber dann auch wieder weg ins Warme. Alles zugeschneit, Scheiter. Schaut euch das Auto an, alles zugeschneit. Übrigens Benzin, auch wenn man es hier nicht sieht, 327,5 Kronen. Und der Diesel 330,1. Ich tue es jetzt mal einblenden, was es in Euro ist. So viel kostet der Sprit jetzt hier in Island. Ja Leute, wir haben jetzt Mittwochabend, 23.30 Uhr und ihr könnt vielleicht das Knarren hören. So ist halt die See, die ist jetzt hier unruhig und das halt einfach die ganze Zeit.
Zack, habt ihr bestimmt den Schlag gehört, weil das Schiff hoch und runter geht und immer beim Runter, wenn die Welle runter geht, dann macht es einen Schlag. Das Zimmer ist ziemlich weit vorne am Schiff. Zack, wieder ein Schlag. Ja, das ist richtig. Da hört immer wieder. Das macht wieder so ein, als ob du so schwebelos bist und dann haut es halt das Schiff wieder ja, aufs Wasser. Dass du die ganze Zeit und zwar wegen ja, wegen Seekrankheit. Die Bänder haben jetzt großartig nichts gebracht. Die Dinger hier auf der Hand oder auf dem Arm. Jetzt habe ich heute einfach Tabletten geholt. Es ist auf jeden Fall, die Übelkeit ist auf jeden Fall weg. Das ist schon mal das Positive. Zack, wieder der Schlag. Und wieder gleich. Ja. Ja, auf jeden Fall, Übelkeit ist weg. Ja, aber das Knarren und dann die Schläge, ich versuche jetzt einzuschlafen, weil es morgen früh wieder um ja, 7 Uhr wollte ich wieder aufstehen. Damit ich zeitnah beim Frühstück wieder bin. Das Schiff kommt morgen 3 Uhr mittags an, also auch die ganze Zeit noch am Fahren hier oder ja. Also für mich heißt es gute Nacht und ich melde mich dann morgen wieder. Und ich hoffe, das wird eine ruhigere Nacht werden. Also jetzt zumindest sieht es nicht danach aus. Aber naja, machen wir das Beste draus. Gute Nacht.